Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkommissar 70 mit einem weiteren Gast-Replay. Und hier haben wir General Platzpatrone aus dem Clan VS-C mit der Lev VH18B2. Die Ente des Todes 5er Premium Arti. Hier gibt es auch noch AP am Start. Wir sind ja auf der Map Charkov im Norden gestartet. 5er, 4er Gefecht. Und wir haben hier 7 5er, 8 4er, darunter ein Heavy, 2 Mittelpanzer, 7 TDs, 2 Lights, 3x die Arti. Ja, Munitionsverteilung hat er hier 42x. Standard HE 410 Damage, 53 Durchschlag, ein Wirkbereich von 1,9. Dann hat er 4x Heat Premium Munition dabei. Ja, die verschießt hier Heat mit 350 Damage, 104 Durchschlag. Und dann haben wir noch 4x AP, 350 Damage, 64 Durchschlag. Eine Gun mag drauf. Fährt hier auf diese Arti-Position, so übliche, ne, hier A0, würde ich mal sagen, A9, A0. Ja, Reload-Zeit haben wir hier von dem Teil 8,9 Sekunden, natürlich mit Equipment und Crew. Hier ist das weniger, so um die 8 Sekunden, sagen wir mal, Einzelzeit 4,8 Sekunden, auch ein bisschen weniger wahrscheinlich. Und dann haben wir hier 28 Kammer vorwärts, 10 rückwärts. 4 Grad kriegt sie die Kanone nach unten, falls man es braucht. So, hier erstmal auf den Amix Elk, Biss, aber nicht getroffen. Kleines Redkit, kleines Wegkit. Jawohl, erstmal Matilda versorgt. Schießt sehr schnell. Na? Und zack, Matilda rausgenommen, erster Kill. Ja, wie gesagt, kleines Rettet, kleines Mitglied. Und dann haben wir noch Schermfernrohr. 1:3. Wie ihr seht, ist das Replay ein bisschen älter. Das ist die Version 1.11.0. Ne? Das Replay hat der gute Generalplatzpatrone noch gefunden und hat mich gefragt, kannst du das machen? Ich sage, okay, dann lade ich die Version runter. Und ja. Und dadurch ist hier auch mein Skin nicht, Quatsch, mein Mod nicht dabei, also ohne Mod. So, hier ist die weitere Reichweite, nicht weitreiche, die Weichreite. Oh Gott, das will die weit, Quatsch, die Reichweite, meine Güte, nicht mehr gegeben, also ganz am Ende. So, jetzt wurde jetzt erstmal der zweite rausgenommen. Durch mein Gequatsch habe ich jetzt gar nicht gesehen, wer das war. Ist gerade zugegangen. Irgendwas mit PZ, glaube ich, war das. Ich gucke mal schnell. Ja, PZ, S, L, F, I, C. Ach, schlag mich tot. Irgendein Panzer, den es da irgendwie gab. Oh, da ist Strichcode. Das ist wirklich Ende der Linie. Oh, Volltreffer. T28, erst penetriert und jetzt rausgenommen. Dritter Kill. So, Stuck 3B. Jawohl, auch 94, abgeknabbert. Ganz normale HE, reicht da vollkommen aus. Ja, die kommen nicht mehr weg. Die kommen nicht mehr weg. Das ist ekelhaft. Ente des Todes. Vom B2. Die Unterwanne. Einfach eine dicke Kanone drauf. Die 105er. Und tschüss. Stuck 3B. Ja, ich habe diese Arti auch. Ich liebe sie. Vierter Kill. Oh, Excelsior, da kommt er auch dran. Da braucht man bloß ausrichten und immer draufklicken. Wahnsinn. Ja, der ist jetzt natürlich zurückgefahren. Oh, jetzt sage ich, nee, das reicht nicht. Da muss er weiter vorfahren. Das wird sonst nichts. Jawohl, Vorwärtsgang. Marsch. So, müssen wir ein bisschen abwarten hier. Wir sind bei 652 Damage. 1090 Unterstützungsschaden. Stand-Schaden noch kein. Eine Mission. Hat er eine Mission? Nö, also sehen wir nicht. Kann sein, dass was aktiviert ist, aber ich sehe es nicht. Ja, es folgt gleich noch ein Replay von der Version. Jetzt muss ich überlegen. 9. Puh.
0.9.20 von August 2017 ist das nächste Replay. Wahnsinn. Ja. Ja, 2017 habe ich noch keine Videos gemacht, was nicht für die Gruppe. Oh, 9:7 steht es. Ah, weggefahren. Ja, das ist schwer. Da fliegen die Granaten einfach zu langsam. Nein, der wird da nicht mehr sein. Nein, nein, nein. Den Schuss hätte er sich kneifen können. 10:8. Ah, ein bisschen vorhalten. Oh. Ja, da hat sich gerade der Panzer sich verschoben. Hatten wir. Jedenfalls, ich hab's gesehen. Das Panzerwrack hat sich verschoben. Wupp. AMX Elk bis rausgenommen. Volltreffer. 5. Kill. Es funktioniert. Hier bei dem Stuck 4. Da, der Stuck 4 hat sich bewegt. Da war wer. Aber wird jetzt wohl auch weg sein. So, jetzt wird es nur mal ein bisschen in Vorwärtsgang. Bis jetzt braucht er nur die AP, Quatsch, die normale HE. Ne? Genau die Hälfte der Granaten verschossen. So, wir sind bei der Hälfte, so ungefähr die Hälfte des Battles hier, der Runde. So, PZSLIC, das ist der zweite, da dieser Jagdpanzer. Den gab es doch jetzt geschenkt, ne? Jedenfalls, der war doch in diesen Kisten drin, oder? Ich glaube, ja. Jawohl, Breitseite und zack, da wurde er rausgenommen. 12:10. Nochmal ein Schlückchen zu trinken nehmen. Trockenen Mund. Oh, das ist immer ärgerlich, wenn man auf so eine Stadtkarte kommt. Die ist ja hier wenigstens noch halbwegs offen, ne? So die Hälfte wenigstens. Aber wenn ihr da so Himmelsdorf kommst oder Paris, ach du meine Güte. Da kannst du ja gar nichts mit anfangen. Ja, hier zwischen Häusern geht das auch nicht. Fragt sich, wo der Excelsior geblieben ist jetzt. Dann haben wir noch einen PZ4H. Das war der, der sich da verdünnisiert hat. Und die Grille. Und die Grille hat auch schon 2 Kills, ne? Und der AMX Elk Biss wird sich, der Mitspieler Tankkommandant, der wird sich ärgern, hat 4 Kills gehabt. Aber gegen Ente des Todes keine Chance. Ja. Die wurde ja nicht genervt von den Artis, deshalb hat sie ja die AP behalten und die Heat. Das geht auch nicht, das ist nun mal eine Premium. Vielleicht gibt es die jetzt wieder zu Ostern. Ich habe sie schon eine ganze Weile. Aber ein Freund von mir möchte die unbedingt haben. So, unser AMX Elk bis fährt vor. Ah, der Schuss kam. Ja, der kam von rechts. Aber das ist der Excelsior und da ist der PZ 4H. So, Excelsior. Treffer. Ah. Nee, das wird nichts, der ist schneller. Oh, da rammt er den
Warum bleibt denn der da stehen? Also, ARX Elk ist auch ein Schaf. Was bleibt er denn da stehen? So. Aber bei dem Schuss hätte er ein bisschen weiter vorhalten müssen. Granate braucht hier eine ganze Weile. Aber egal. 12 zu 11. 1055 Damage. Unterstützungsschaden ist geblieben. Standschaden gar nichts. Da haben die Spuckepanzer nicht mitgespielt. So. Letzten 5 Minuten sind angebrochen. 4,5 Minuten. Das wird auch wieder dauern, dieses Replay. Wie das umgewandelt wird. So, Grille will flüchten. Vorhalten. Und Volltreffer, aber voll auf den Kopf. 6. Kill, Krieger in der Tasche. So, PZ4H, 5 HP. Ah, nicht eingezielt gewesen. Jetzt ist er offen. Oh, wow, 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 wow. Der verschießt. Bisschen weiter vorhalten. Oh, mach's doch nicht so spannend. Nein, 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 nein. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ah. Fährt jetzt inzwischen Häuser. So, was wird jetzt hier? Ah, der Pferd kommt da lang. Okay. Da ist er. Er zieht ein Opfer. Oh, PZ4H trifft nur die Kette, Gott sei Dank. Und ihr könnt ihn rausnehmen. 7. Kill. Aber glücklich gewesen. Oh. Ja, man soll nicht unterschätzen, ne? Die ist schon an der Unterwanne gut gepanzert durch die Ketten, ne? Durch den B2. Ja. Unterbau. So. Ein Panzerschäden haben wir noch. Nack, 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 nack. Na? Wollen wir mal schauen, ob Schnatterinchen hier. Na, das Schnatterinchen. Ob sie noch den Excelsior rauskriegt. Das wäre gut. Ja, die andere Lev hier, die andere Ende des Todes hat erst einen Kill. Hat nicht so viel Erfolg gehabt. So, da steht er. Hinterm Berg natürlich, war wieder klar. So, jetzt gut zielen. Jawohl, nochmal 84 abgeknabbert. Los, nächster Schuss. Haus heraus, Haus heraus. Ah, schade. Das wäre der 8. Kill gewesen, aber super. Und wir sehen uns in den Stats. So, dann kommen wir zu den Stats. Ja, ich habe das Replay hochgeladen für General Plasmapatrone. Er hat mir die Datei wieder zur Verfügung gestellt. Überschrift ist genau das, was unten auch steht, habe ich eingetragen. Und das Schnatterinchen, der Ente des Todes, hat hier das Panzerarsenal, haben wir Schläger, Shellproof für mehr geblockt, Quatsch, 10-mal so viel Schaden wie Hitpoints, so rum, ne? 78.209 Credits, XP kommen wir später, 25 von den Anleihen, dann haben wir Großkaliber und den Krieger ab den 6. Kill. Dann gehen wir Teamscore, 2246 Damage, 7 Kills, 1108 Basis XP und dann gehen wir in den Report rein, 34 mal geschossen, 14 mal getroffen, 4 mal durchschlagen, 18 mal Splash, dann auch ein bisschen unter 300 Meter, ne? Den rausgenommen da mit, was haben wir denn hier, Hitpoints, ja, 5 HP oder was zählt der da tatsächlich? Ja, egal. Und dann haben wir hier 350 geblockt. Ja, da, genau das ist der Kettenschuss gewesen, wo eine Kette geschossen hat. Und dann haben wir hier noch Unterstützungsschaden 367, gefahren 1,4 Kilometer. Da gab es 34.759 Credits. Der Missionsbonus, ich habe die Mission nicht gesehen, weil das Replay eben schon älter ist. Ne? Hat, das habe ich angezeigt, 26.070 Credits abzüglich Repair und Munition bleiben 73.827 über. Das war eine günstige Runde, nur die Standard-HE verschossen. Ja, Spielzeit 13,3. Ja, das wird dauern wieder. Ja, und dann haben wir die Basis-XP plus Missionsbonus hier 8.310 XP und 665 XP Premium-Bonus. Haben wir 10.637 XP und 83
freie Erfahrung. Schöne Runde mit der Ente des Todes. Nack, 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 Schnarrinchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.